Viele der alten Hafenanlagen sind heute stillgelegt. Am Roddenkopf-Kai und im Wallhafen ist es ruhig geworden. In den alten Speichern und Lagergebäuden haben sich junge Unternehmen angesiedelt. Die Gleise der Hafenbahn rosten vor sich hin. Fast verwaist sind die Gleise des Rangierbahnhofs Lübeckhafen. Auch aus anderen Perspektiven scheint die große Zeit vorbei zu sein. Nur selten und mit etwas Glück sind Güterzugbewegungen zu beobachten. Am Konstinkai rollt eine Maxima der Nordic Rail Service aus dem Rangierbahnhof. Über den Güterbahnhof Dänischburg wird der Lehmann-Kai erreicht. Seit 1994 ist das Terminal Schlutup-Kai in Betrieb. Umgeschlagen werden hauptsächlich Papier und Zellulose aus Schweden. Auch Container und Stückgut gehören dazu. Regelmäßig werden beladene Güterwagen abgeholt. Auch dafür sind DB-Loks zuständig. 261-098 ist heute dafür eingeteilt. Eine moderne Rangierlok der Bauart Gravita von Voith. Der Zug ist fertig. Über 1000 Tonnen Zuglast müssen in Bewegung gebracht werden. Die Gleisanlagen gehören hier zur Lübecker Hafenbahn. 6 Terminals werden auf beiden Seiten der Trave bedient. Das Streckennetz umfasst heute rund 66 Kilometer Länge. Davon sind 20 elektrifiziert. Die Schrankenanlagen sind alle auf Handbetrieb geschaltet. Wieder muss der schwere Zug in Bewegung gebracht werden.
Im heute für den Personenverkehr stillgelegten Bahnhof Schlutup wird der Zug abgestellt. Die Gleisanlagen gehören hier zu DB Netz. Auch auf den Gleisen am Skandinavienkai rangiert eine DB Gravita. Es ist der größte deutsche Fährhafen an der Ostsee. Seit 2008 ist der Anschluss an das moderne Terminal unter Fahrdraht. Das Terminal ist spezialisiert auf den sogenannten Roll-on-Roll-off-Verkehr. Umgeschlagen werden überwiegend Sattelaufleger, Container und Ex- und Import-Pkw. V100004 der Nordic Rail Service rangiert. Hinter der Nummer verbirgt sich die Reichsbahnmaschine 110849, die über die Mittelweserbahn zur NRS gekommen ist. Die fertigen Züge werden dann von E-Loks abgeholt. In Kücknitz werden wieder die B-Gleise erreicht.